Hallo, mein lieber Löwe, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, lieber Löwe. Lieber Löwe, heute schauen wir uns die Karten an für den Übergang ins neue Jahr. Das heißt, wir schauen uns die Energien an, wie du das Jahr abschließt und mit was für einer Energie du in das neue Jahr eintauchst. Lieber Löwe, wir schauen uns das Hauptthema an, was auf dich zukommen könnte, der Rat der Karten und wie immer, was liegt im Schatten, was ist dir nicht bewusst, wo darfst du etwas genauer hinschauen. Lieber Löwe, bitte behalte im Kopf, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich mit dir in Resonanz gehen. Das heißt, hör wirklich auf deine innere Stimme, lass dich von deiner inneren Stimme führen, sie sagt dir, was du hören musst und was eben nicht. Alle Informationen bezüglich persönlicher Legungen findest du wie immer unten in der Infobox. Dort habe ich dir auch noch meinen zweiten YouTube-Kanal verlinkt. Ich werde in Kürze noch, am Sonntagabend werde ich das wahrscheinlich machen, werde ich noch zwei Videos zum Thema Rauhnächte hochladen. Darfst du gerne mal reinschauen und mir auch da folgen, wenn du magst. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, und die Jahreslegungen werde ich auch noch auf YouTube hochladen, sobald ich diese fertig erstellt habe. Ich gehe davon aus, dass das entweder nächste Woche oder über Weihnachten, Neujahr dann sein wird. Ja, aber dann würde ich sagen, starten wir. Lieber Löwe, dein Übergang. Was musst du wissen? Was musst du hören? Lieber Löwe, was musst du wissen? Was musst du hören? Weisheit. Ich habe das Gefühl, dass du im Jahr 2023 unglaublich viel gelernt hast. Vielleicht hattest du auch einige Lernaufgaben. Und es fühlt sich aber an, als könntest du extrem viel mitnehmen ins neue Jahr. Und mit viel mitnehmen meine ich Erfahrungen, Erkenntnisse vor allem. Und das bringt dir oder das hilft dir für 2024. Ich habe auch das Gefühl, dass das Universum wollte, dass du diese Dinge erlebst, dir auch gewisse Fragen stellst, damit 2024 irgendetwas kommen kann. Also dein Wissen ist gefragt, deine Erkenntnisse, welche du in diesem Jahr erlangt hast, werden dir im 2024 helfen. Darum geh wirklich einmal vielleicht einen Abend bewusst in die Reflexion und lass ein bisschen das Jahr wirklich nochmals hochkommen, was alles geschehen ist, was hattest du für Gefühle, was hast du durchlebt, was für Erkenntnisse kannst du mit ins neue Jahr nehmen, welche, ja, das, damit du auch wachsen kannst. Also wirklich reflektiere, komm in ein tieferes Bewusstsein an. Für einige nehme ich das vor allem auch als Botschaft, dass du 2024 jetzt in die Tiefe gehen kannst, vor allem im beruflichen Bereich, fordert die Karte darauf auf, dass du in irgendeinem Bereich dich fallen lassen darfst, in die Tiefe gehen darfst. Werde der Spezialist in diesem Bereich. Aber das muss natürlich etwas sein, was aus dem Herzen herkommt und nicht aus dem Verstand. Aber schauen wir mal, was ist das Hauptthema, Löwe? Die Hauptenergie für den Übergang, was du wissen musst, 4 der Kelche. Sehr nachdenklich sein. Nicht alles annehmen, was deinen Weg kreuzt. Also wirklich so ein bisschen alles betrachten. Also es kann sein, dass neue Menschen auf dich zukommen, vielleicht mit dir zusammenarbeiten wollen oder Interesse an dir haben, aber du hältst dich zurück. Du hältst dich zurück und überlegst, brauche ich das? Will ich das?
weil du wahrscheinlich den Fokus auf etwas anderes gelegt hast. Und hier ist aber ganz, ganz wichtig, lieber Löwe, weil vierter Kelch ist auch oft so ein bisschen Hinweis, hey, du darfst wählerisch sein, aber, jetzt kommt mein großes Aber, schau genau hin, weil eine Chance könnte an dir vorbeikommen und die sieht nicht so wie eine große Chance aus, aber dahinter verbirgt sich was Großes, was aber auf den ersten Blick nicht siehst. Also urteile nicht nur anhand vom, keine Ahnung, vom ersten Blick. Versuch hinter die Kulissen zu schauen, weil hier könnte eine Chance kommen. Eine Person, falls du auf der Suche nach Liebe bist, eine neue Liebe, die aber anders ist, als du es dir vorstellst. Könnte auch eine berufliche, versteckte berufliche Chance sein. Es ist wie eine versteckte Chance. Aber die Gefahr, dass du es nicht als Chance erkennst, ist eben relativ groß. Darum, das heißt jetzt nicht, dass du Ja und Amen sagen da musst. Also ja, ja nicht. Aber schau genau hin, verurteile nicht zu schnell. Oder urteile nicht zu schnell. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Chance dich in eine andere Richtung führt. Hier haben wir irgendein Haar von mir, sorry. Führt dich in eine andere Richtung. Kann auch eine Person sein, die dir helfen möchte. Aber schauen wir mal, warum vierte Kelche. Löwe-Energie. Diese Chance bringt dich in deine Kraft zurück. Kann auch sein, dass hier eine Person sich entschuldigen möchte, dir die Hand reichen möchte, von vorne anfangen möchte. Aber schauen wir mal weiter, was kommt sonst noch, Löwe? Ja, hier kommt etwas auf dich zu. Plötzlich und schnell könnte ein Luftzeichen sein mit Ritter der Schwerter. Ich schaue nur schnell. Ja. Hier ist das Stopp. Gut. Lieber Löwe, wir haben sechster Stäbe, zweiter Schwerter, vierter Münzen und achter Kelche. Hier kommt jemand oder etwas auf dich zu. Könnte eine Person sein. Oder ein Angebot. Jemand möchte mit dir zusammenarbeiten. Irgendetwas kommt hier. Überraschenderweise. Und ich habe das Gefühl, diese Person könnte dir so ein bisschen auch, ja, kommt so ein bisschen lieb und süßlich rüber. Ich nehme irgendwie auch Honig wahr. Vielleicht sagt dir das irgendetwas, Honig, Biene. Jetzt mit Honig. Oder die Person mag Honig oder die Art, wie sie redet, ist süß plötzlich. Das muss nicht immer sein. Aber ich sehe hier auch Zweifel. Der Sache nicht trauen. Im Zwiespalt sein. Nicht wie, so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel. Nicht ganz sicher sein, meinst diese Person ernst oder diese, ist diese Chance echt? So ein bisschen, vor allem wenn es um eine Vergangenheitsperson geht, sehe ich hier Vorsicht, Misstrauen, großes Misstrauen. Ich sehe hier auch ein Festhalten an einer Entscheidung, die du vielleicht vor kurzem oder schon länger her getroffen hast. Und du möchtest an diesem festhalten, an dieser Entscheidung oder vielleicht ist es auch eine Person. Vielleicht hast du dir gesagt, nein, jetzt bleibe ich Single und du hältst an dieser Tatsache fest, obwohl hier was Süßes kommt. Oder du hast dir in den Kopf gesetzt, nein, das ist mein beruflicher Weg, das. Dort gehe ich jetzt hin und jetzt kommt hier eine neue Chance und du, nein, ich bleibe dort. Ich sehe aber auch, dass dieses zu feste Halten
dass es ein bisschen losgelassen werden möchte. Oder jemand hält an dir fest. Es ist, als würde man et an etwas festhalten. Oder jemand hält eben an dir fest, möchte dich nicht freigeben. Aber ich sehe hier eben den neuen Weg. Und ich sehe hier, dass du den neuen Weg gehst. Aber ein komplett neuer Weg, habe ich das Gefühl. Es fühlt sich nicht an, als würdest du unbedingt das hier nehmen oder das hier nehmen, sondern es kommt plötzlich etwas Spontanes, Neues. Das fühlt sich eher spontan und neu an. Also hier könnte ich mir vorstellen, dass du plötzlich eventuell wie einen Aha-Moment hast und komplett die Richtung änderst, von heute auf morgen. Weil du siehst, das Festhalten bringt auch nichts, das Überkritische bringt dich auch nicht weiter. Und du lässt wirklich alle Menschen los, die an dir klammern, oder Energien, die an dir klammern, lässt du los. Aber schauen wir mal mit den kleinen Karten. Warum sechs der Stäbe? Hier kann es um das Thema Finanzen gehen, Erdenergie, hier eventuell ein Bonus, eine Beförderung oder mehr Geld. Vielleicht möchte dich jemand abwerben oder du möchtest gehen und man möchte dich ein bisschen verführen oder dass du doch bleibst mit mehr Geld und oder Benefits. Ich weiß nicht warum, es fühlt sich einfach nach Verführen an. Ich weiß nicht, ob das wirklich echt ist hier. Überlege, wenn es dir so vorkommt, als würde dir jemand versuchen, Honig um den Mund zu schmieren, dann ein bisschen Achtung, dann ist vielleicht diese Energie sogar berechtigt. Muss nicht sein, aber schau genau hin, weil ich sehe hier, dass viele Chancen kommen, oder bei vierer Kelche. Und eine von dieser vier Chancen ist aber eben echt. Und sehr, sehr wertvoll. Ich habe das Gefühl, das ist das hier, dieser neue Weg. Der bestehende ist es nicht, der alte, an dem du vielleicht im ersten Moment noch etwas festhältst. Das hier, das künstliche Süße, habe ich auch nicht das Gefühl. Es kommt plötzlich das Neue. Ich habe das Gefühl, das ist das hier. Zwei der Schwerter. Ja. Du zweifelst daran, ob diese Verbindung bestehen kann oder ob diese Person vielleicht wirklich Single ist oder ob dieser Arbeitsvertrag wirklich deins ist. Du zweifelst einfach daran. Oder kann auch mit Geschäftspartnern, du zweifelst an irgendeiner Verbindung. Ich habe auch das Gefühl, mit fünfter Münzen, das Thema Wertschätzung, das Thema Geld. Du möchtest gerne vielleicht mehr Finanzen, hältst ein bisschen daran fest, an dieser Vorstellung. Hast du dir etwas in den Kopf gesetzt? Das bringt mir Geld ein, das verfolge ich. Und jetzt merkst du Stück für Stück, ja, vielleicht ist diese Strategie doch nicht das Wahre. Vielleicht musst du da ein bisschen in die Veränderung gehen. In der Liebe beim Thema Beziehung sehe ich hier vor allem, da musst du ein bisschen Acht geben. Ich habe das Gefühl, jemand kann sich wie nicht selbst die Fülle geben und versucht, die Fülle durch jemand anderes zu bekommen. Es kann sein, dass Menschen sich an dir anheften, um von dir die Fülle zu bekommen, weil sie sich selbst nicht geben können. Oder vielleicht bist es aber auch du. Darum hier wirklich loslassen, versuch wirklich selbst dir die Fülle zu geben. Mit sieben der Münzen, ja, musst ein bisschen geduldig sein. Ich weiß, viele hassen das Wort, aber weil hier zehn der Münzen, es lohnt sich. Ich sag's dir, es lohnt sich. Hier kommt ein neuer Weg. Hat sich dir aber wahrscheinlich noch nicht offenbart. Irgendeine Kursänderung. Und diese Kursänderung führt zu finanzieller Unabhängigkeit. Aber es ist nicht das,
Es ist nicht die Strategie, die du jetzt gerade lebst, habe ich das Gefühl. Das zeigt sich erst noch. Ich habe das Gefühl, das zeigt sich bei vielen April, März. Kursänderung. Irgendein Kurs, der sich ändert in deinem Leben. Und da musst du wirklich auf dein Vertrauen, auf deinen Impuls hören und nicht an das hier festhalten, weil wenn man vier der Münzen festhält, passiert das, Kreise drehen. Man kommt auf keinen grünen Zweig, sei es in der Liebe oder im finanziellen Bereich. Schauen wir mal, was ist denn der Rat? Ein bisschen viel, was ist der Rat? Ja. Der Mondfische-Energie, lieber Löwe, Balance zwischen Erde und Universum, sage ich mal. Und auch, der Mond steht auch für das Thema Erwachen, weil der Mond bringt uns ein bisschen die Träume, die Vision, das, ja, träumerische, dass wir uns oft in einen Tagtraum verlieren, in einen Traum verlieren, aber vergessen, diesen in die Tat umzusetzen. Und es bleibt einfach nur ein Traum im Kopf, sage ich mal. Und hier der Mond ermutigt dich aufzuwachen. Aufzuwachen und deine Träume in die Tat umsetzen. Mehr vielleicht sogar an deinem Herzchakra arbeiten, wenn du merkst, wenn du spürst, dass du eine gewisse Distanz zu deinem Herzchakra hast, zu dir selbst, dass du wirklich dort dranbleiben darfst. Was liegt im Schatten? Was liegt im Schatten? Königin der Münzen, Thema Finanzen, Erdung, Sicherheit. Im Schatten liegt genau dieses Thema. Versuch dir, vor allem wenn du merkst, du Finanzen, so ein bisschen, wenn es ein größeres Thema ist bei dir, dass du das angehst, aber nicht mit einer Verbissenheit. Also bleib auch offen für neue Wege, weil oft ist der Weg ein bisschen anders, als wir es uns vorstellen. Und es kann sein, dass du auf diesem Weg gehst und die ersten Schritte sind richtig, gehören zu dir, aber dann kommt vielleicht eine Abzweigung. Sei auch bereit, eine Abzweigung zu gehen. Auch Thema Erdung. Bleib in deiner Mitte, sehr, sehr wichtig. Versuch auch, dir selbst die Sicherheit zu geben und nicht von anderen, wie soll ich sagen, versuch wirklich deine eigene Lebenssäule zu festigen und nicht dich an anderen festhalten. Weil wenn die anderen Säulen dann, wenn du Säulen aus dem Außen her erschaffst und diese brechen, brichst du eben auch, oder? Jeder Mensch muss seine eigene Säule noch haben. Und das vergessen wir manchmal. Manchmal haften wir uns sehr fest im Außen. Was heißt das? Heißt, wir haften uns, wir fokussieren uns auf Anerkennung, auf Lob, auf gesehen werden, gehört werden. Und vergessen aber dabei, dass eigentlich nur du dir selbst Anerkennung geben musst, dass nur du dich hören musst, dass das wichtig ist, dass du dich hörst. Ob andere dich hören, ist eigentlich egal, weil es geht ja um dich. Ja, mein lieber Löwe, das waren die Karten. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.